Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag über die Jahresplanung im Ultimate Frisbee und wie man durch Trainingsplanung zu seiner persönlichen athletischen Höchstleistung gelangen kann. Ganz kurz zu mir, ich bin Torben Hönschmeier, ich bin 24 Jahre alt, ich studiere aktuell im siebten Semester den Bachelorstudiengang Sport und Leistung, also Sportwissenschaften, an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich selber spiele Ultimate seit 2008, ich bin seit 2012 Nationalspieler. Ich habe 3 Jahre lang das U17 Open Nationalteam von Deutschland betreut und spiele aktuell bei den Clubteams Bora und Flying Angels Bern. Was sind die Lernziele für den Vortrag heute? Was möchte ich, was ihr mit nach Hause nehmt an Fähigkeiten? Ich möchte primär, dass ihr die Grundprinzipien der Trainingsplanung versteht und dadurch am Ende in der Lage seid, euer eigenes Training und euren eigenen Trainingsplan zu steuern und anzupassen. Was wir dafür heute auf dem Plan haben. Am Anfang möchte ich euch einmal die Auswirkungen individueller Verletzungen bewusst machen, wie sich einzelne Verletzungen auf eine Teamdynamik oder einen Teamfindungsprozess auswirken können. Wir schauen uns einmal den typischen oder im Vergleich zu einem idealen Saisonverlauf an. Beleuchten ein bisschen intensiver, wie langfristiger Le oder was Las La langfristiger Leistungsaufbau überhaupt ist und wie man diesen erreicht. Am Ende gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail mit Periodisierung, also die Einteilung der Saison in verschiedene Trainingsphasen mit unterschiedlichen Trainingszielen. Und dann habt ihr mir ja schon vor dem Vortrag ein paar Fragen zugeschickt, die habe ich in so ein FAQ gebündelt und wir betreiben so ein bisschen Mythbusting in Anführungszeichen. Die Grundprinzipien der Trainingsplanung verstehen, war das oberste Lernziel. Und ich habe diese Grundprinzipien in vier Prioritäten eingeteilt, die ein Trainingsplan in meinen Augen erfüllen sollte. Und wir fangen direkt mal mit dem ersten an. Ich habe zur Verdeutlichung hier unten links immer den Athleten Dave mal mitgebracht und unten rechts seinen Trainer. Und Dave fragt sich jetzt gerade, was ist denn eigentlich der beste Trainingsplan? Und es gibt ja mittlerweile unzählige Anbieter von also für Trainingsplanung. Es gibt in den Fitnessstudios immer unterschiedliche Personen, die man da als Trainer vor sich hat. Und da ist natürlich immer ein Vergleich, hey, was ist denn jetzt optimal, was ist der beste Plan? Und der beste Plan ist der, an den du dich halten kannst. Du kannst vom weltbesten Trainer einen total detaillierten Trainingsplan erhalten. Wenn du den nicht umsetzen kannst, weil er irgendwie 14 Einheiten in der Woche hat und dir genau sagt, zu welcher Stunde du welche Mahlzeit essen sollst, dann wird das für dich nicht der beste Trainingsplan sein. Der wird definitiv nicht optimal sein. Das heißt, das oberste Ziel, die oberste Priorität ist es, einen Plan zu finden, den man wirklich umsetzen kann, bei dem man kontinuierlich dranbleiben kann, um auch kontinuierlich Fortschritte zu machen. Die zweite Priorität ist, Verletzungen minimieren. Verletzungen können innerhalb eines Teams unglaubliche Auswirkungen haben. Also auch wenn sich ein Einzelspieler oder eine Einzelspielerin nur verletzt, kann sich das am Ende bis zu einer Weltmeisterschaft mit drastischen Folgen fortziehen. Ich habe um diesen Umstand mal etwas genauer zu verdeutlichen, habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Die fangen beide erstmal mit der Verletzung eines Einzelspielers, einer Einzelspielerin an. Das kann irgendwas sein, eine Zerrung, ein umgeknickter Fuß oder aber ein Knochenbruch, was auch immer. Durch die Verletzung fehlt dieser Spieler, die Spielerin erstmal im Training oder im Wettkampf. Dieser Ausfall einer einzelnen Person muss dann durch die restlichen Spieler und Spielerinnen kompensiert werden. Dadurch erhöht sich die Belastung für diese Spieler und Spielerinnen. Und mit erhöhter Belastung steigt auch die individuelle Verletzungswahrscheinlichkeit. Und mit einer erhöhten Verletzungswahrscheinlichkeit schließt sich dieser Teufelskreis sozusagen und es kommt vielleicht zur Verletzung der zweiten Person und dann zur Verletzung der dritten Person, vierten Person und so weiter und so fort, bis irgendwann das halbe Team angeschlagen ist. Verletzungen können aber auch noch eine zweite, etwas andere Art von Folgen nach sich ziehen. Fängt wieder mit einer einzelnen Verletzung an. Der Spieler oder die Spielerin fehlt wieder im Training und/oder im Wettkampf. Und durch diesen einzelnen Ausfall muss das Team
jetzt das Fehlen eines Puzzlestücks sozusagen kompensieren und auf Option B zurückgreifen. Option B kann dann beispielsweise sein, der ausgefallene Spieler, ausgefallene Spielerin war vorher immer der Shortback in der Zone. Und auf einmal 3 Wochen vor der WM oder auf der WM bricht er sich einen Knochen oder sie sich einen Knochen und fehlt auf einmal. Dann muss eine andere Person aus diesem Team, aus ihrer eigentlichen Rolle, beispielsweise der Dieb oder sowas, weil das die Person ist, die am ehesten für die Rolle des Shortbacks geeignet ist danach, muss diese Person aus ihrer Rolle als Dieb raus, um den Shortback zu kompensieren. Und es kommt wieder zu so einer Kettenreaktion, sag ich mal. Und am Ende resultiert das einfach immer in suboptimaler Teamperformance, weil man nicht seine Option A einstudieren konnte, weil die Person gefehlt hat. Oder aber, weil man tatsächlich Option B spielen muss, wenn es im Wettkampf passiert. Und jetzt haben wir wieder hier unseren Athleten Dave. Und Dave fragt sich jetzt, ja, Saisonstart, Training. Wir haben jetzt gerade Dezember. Nächstes Jahr möchte ich im Sommer eigentlich eine Weltmeisterschaft spielen. Wie komme ich denn jetzt von A Dezember nach B Juli WM? Und Dave schaut sich dafür so einen typischen Saisonverlauf mal an oder malt so einen typischen Saisonverlauf auf. Auf der X-Achse haben wir hier die Zeit, den Saisonverlauf. Und auf der Y-Achse haben wir einfach mal die Athletik als eine Fähigkeit zusammengefasst sozusagen. Und jetzt hat Dave schon ein paar Jahre Erfahrung im Ultimate und fängt hier an, seinen Saisonverlauf einzuzeichnen. Denkt sich, ja, Trials im Herbst, das ist ja immer so der Einstieg in die Saison. Da bereite ich mich ein bisschen drauf vor, habe so ein gutes Grundlevel an Athletik. Aber es ist jetzt auch noch nichts Weltbewegendes. Dann kommt so die Phase über den Winter, vielleicht 3, 4, 5 Monate Off-Season in Anführungszeichen. Bis zum Frühjahr, wo man seine Athletik sehr gut steigern kann. Dann kommt vielleicht 3 Monate später oder sowas das letzte Vorbereitungsturnier irgendwie im Juni, vielleicht Windmill Windup oder sowas in der Richtung. Und dann kommt ganz am Ende die Weltmeisterschaft, wo Dave sich denkt, dass er da seine persönliche Leistungsspitze erreicht. Aber ist das wirklich so? Ist das ein typischer Saisonverlauf oder ist das ein idealer Saisonverlauf? Und stellt die WM wirklich die höchste Belastung während einer gesamten Saison dar? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich hier mal eine Tabelle mitgebracht. Wir sehen in den beiden rechten Spalten einmal ein Trainingslager und eine Weltmeisterschaft. Und in den Zeilen vergleichen wir die beiden Events mal anhand verschiedener Kriterien. Zuerst mal gleichzeitig involvierte Spieler und Spielerinnen. Auf dem Trainingslager, wir gehen mal von einem 24-Personen-Kader einfach aus. Wenn man da keine Testspiele hat und sowas, dann sind immer mindestens 14 Personen gleichzeitig involviert, während es auf einer Weltmeisterschaft, weil man natürlich gegen andere Gegner spielt, immer maximal 7 gleichzeitig sind. Die Belastungszeit auf so einem Trainingslager kann schnell mal über 6 Stunden gehen. Das heißt, wenn man sich so ein klassisches Trainingslager mal anschaut, man startet irgendwie samstags um 9 Uhr morgens, spielt 4 Stunden lang bis 13 Uhr, hat dann 1 Stunde Mittag bis 14 Uhr und spielt dann nochmal 3 Stunden bis 17 Uhr, dann ist man schon bei 7 Stunden an einem Tag. Und dann der Sonntag fällt dann ein bisschen kürzer aus, vielleicht nochmal von 9 bis 13 Uhr 4 Stunden und dann nochmal 1 Stunde von 14 bis 15 oder 15:30 so in etwa. Dann bist du auch wieder bei 5, 5,5 Stunden insgesamt und kommst dann bei so einem Schnitt für so ein Wochenende mit 6 Stunden pro Tag raus. Auf einer Weltmeisterschaft ist es klassischerweise so, dass man maximal 2 Spiele an einem Tag haben kann. So ein Spiel ist auf 100 Minuten angesetzt. Wir gehen mal davon aus, dass es einfach nicht deutlich darüber geht. Dann haben wir schon mal komplette Spielzeit, wenn man durchspielen würde, so an die 200 Minuten plus Warm-ups. Sagen wir Warm-up eine halbe Stunde oder 40 Minuten. Dann sind wir bei 280 Minuten, also etwas mehr als 4, 4,5 Stunden. Und das ist dann wirklich, wenn man die gesamte Belastungszeit als Ganzes natürlich rechnet. Wie gesagt, hier gleichzeitig involvierte Spielerinnen sind natürlich auf der Weltmeisterschaft deutlich weniger im Vergleich zu einem Trainingslager. Pausenzeiten während des Spiels oder während einer Einheit auf dem Trainingslager sind oft weniger als ein Punkt.
Wenn man beispielsweise Offense Line gegen Defense Line spielt und die Offense Line besteht aus 9 Personen und man spielt irgendwie ein Spiel auf 7 Punkte oder sowas, dann kommt schon recht häufig vor, dass man mal 2, 3, 4, 5 Punkte nacheinander durchspielt, aber weil es nicht so viele Auswechselspieler gibt. Auf einer Weltmeisterschaft, um 5 Punkte durchzuspielen, da muss man schon mit Abstand der beste Spieler, die beste Spielerin im Team sein. Und es muss wirklich hart auf hart kommen, dass man irgendwie im, ich weiß nicht, Halbfinale Kopf-an-Kopf-Rennen hat und sich keinen einzigen Punkt erlauben kann. Aber selbst das ist eigentlich ein recht unrealistisches Szenario. Also auf der Weltmeisterschaft spielt man auch einfach eine deutlich weniger intensive Dichte an Punkten. Pausenzeiten zwischen Spielen und Einheiten. Auf dem Trainingslager, ich habe es gerade kurz schon angesprochen, da hat man meistens am Samstag und am Sonntag nur eine Mittagspause von 60 bis 90 Minuten. Auf einer Weltmeisterschaft ist es eigentlich immer so, dass man einen kompletten Spielslot mindestens Pause hat zwischen den Spielen. Das heißt, an die 2 Stunden, oft ist es sogar ein bisschen mehr, in der man wirklich sich komplett erholen kann und sich aufs nächste Spiel vorbereitet. Dann natürlich die Rahmenbedingungen. Auf Trainingslagern schläft man nun mal leider noch in der Schlafhalle, hat so suboptimales Frühstück, Mittagessen, abends geht man vielleicht ins Restaurant, ist aber definitiv alles andere als optimal. Während man auf einer Weltmeisterschaft in einem Hotel schläft, vielleicht Halbpension hat mit Frühstück, Abendessen und tagsüber für sich selber sorgt, also einfach deutlich angenehmere Rahmenbedingungen. Der eine Unterschied, der natürlich die Weltmeisterschaft deutlich intensiver macht als die Trainingslager, ist die Dauer des Events. Ein Trainingslager dauert, wenn es hochkommt, mal 3, in den extremsten Fällen mal 4 Tage. Eine Weltmeisterschaft zieht sich, wenn man nicht das Eröffnungsspiel hat, über 6 Tage, wenn man es hat, vielleicht über 7 Tage. Also es ist einfach eine deutlich gezogenere Belastung. Aber das Fazit dieses direkten Vergleichs von Trainingslager und Weltmeisterschaft: Die höhere Belastung findet eigentlich auf Trainingslagern statt. Also im direkten Vergleich zu einer Weltmeisterschaft sind die Trainingslager vor allem am Anfang der Saison deutlich intensiver, gerade wenn es um Tryouts geht und noch mehr individuelle Fähigkeiten abgefragt werden als jetzt teamtaktische Fähigkeiten, fallen Trainingslager deutlich intensiver aus als die eigentliche Weltmeisterschaft. Und das heißt im Umkehrschluss auch höhere Belastung gleich höhere Verletzungsgefahr auf Trainingslagern. Und dieser Verletzungsgefahr muss man natürlich irgendwie entgegensteuern, weil man ja sich ja nicht am Anfang der Saison schon verletzen will und diese Verletzung dann über Monate hinweg während der Wettkampfsaison mit sich rumschleppen möchte. Also haben wir hier wieder unseren Dave und Dave hat jetzt gerade die Erkenntnis gehabt, aha, ich muss also besser auf die Trainingslager vorbereitet sein und überlegt sich jetzt, wie er seinen Saisonverlauf dementsprechend anpassen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Und dafür hat er hier wieder seinen schönen Zeitgrafen und hat in Grau ist noch einmal der typische, in Anführungszeichen, Saisonverlauf eingezeichnet, den Dave sich halt zuerst überlegt hatte. Und jetzt aber will er nochmal einen neuen Saisonverlauf skizzieren mit der Prämisse, früher für die Trainingslager vorbereitet zu sein und fitter auf den Trainingslagern zu sein. Das heißt, allein schon der erste Punkt hier, Tryouts im Herbst, erfordert ein deutlich höheres hat deutlich höhere Anforderungen an die individuelle Athletik, an die individuelle Belastbarkeit. Und auch über den Winter wird diese dann nochmal gesteigert, bis zu den Tryouts im Frühjahr. Und das sind eigentlich die beiden Hauptzeitpunkte, wo sich diese Saisonverläufe extrem unterscheiden, dass man einfach sehr viel früher ein sehr viel höheres Level an Athletik erreichen muss. Danach, so zum Vorbereitungsturnier im Juni, Idealfall hat man da schon einfach ein höheres Level als durch den früheren Start. Und am Ende zur WM, da passiert jetzt nicht mehr so viel in den letzten paar Wochen. Da kommen wir später auch nochmal zu, aber trotzdem erreicht man oder erreicht Dave hier seine Leistungsspitze am Ende auf der Weltmeisterschaft. Das heißt zusammenfassend Priorität 2, wenn man für sich selber einen Trainingsplan erstellt oder sich selber einen Trainingsplan sucht. Man will Verletzungen durch langfristigen und frühzeitigen Leistungsaufbau minimieren oder vermeiden. Die dritte Priorität ist ein bisschen aus so einer klassischen Frage hergeleitet, und zwar, was ist die beste Übung für Kraft, Sprungkraft, Explosivität? Ich weiß es nicht. Diese Frage kann man auf unzählige Art und Weisen formulieren und habe ich auch schon auf unzählige Art und Weisen
gehört. So wieder ähnlich wie am Ende mit, am Anfang, sorry, mit dem Trainingsplan, was ist das Beste? Und diese Frage lässt sich eigentlich nicht beantworten. Es gibt nicht die eine beste Übung für Ziel XY. Das Wichtigste bei der Trainingsplanung ist tatsächlich nicht die Übungsauswahl, sondern progressive Belastungssteuerung. Und um das einmal zu verdeutlichen, habe ich hier paar Übungen mitgebracht. Einmal hier so ein Rückwärtsausfallschritt auf dem Slideboard. Hier sind Rear-Foot Elevated Split Squats. Das sind Skater Squats mit so einem kleinen Kontergewicht, Ausgleichsgewicht in den Händen. Hier haben wir Front-Foot Elevated Split Squats. Und in der Mitte haben wir noch einmal eine freie Pistol Squat von der Box herunter. Warum zeige ich euch jetzt diese fünf verschiedenen Übungen? Die Übungen sind alle sehr, sehr ähnlich. Man hat die primäre Last auf einem Bein und es ist so ein Kniebeugemuster. Das heißt, sehr kniedominant auch tatsächlich. Und der Sinn dahinter, warum ich diese fünf Übungen jetzt eingeblendet habe, ist, versucht mal mir einen Unterschied, einen großen Unterschied zwischen diesen Übungen zu erklären, warum man jetzt eine eher ins Training einbauen würde als eine andere. Fällt auch mir recht schwer, weil die Übungen einfach sich nur in Kleinigkeiten unterscheiden. Beispielsweise, dass tatsächlich das zweite Bein, das passivere Bein in Anführungszeichen, noch Boden- oder Boxkontakt hat. Oder dass das Knie mal ein kleines bisschen mehr über die Zehenspitzen rüberschiebt. Aber alles in allem sind das sehr, sehr ähnliche Übungen. Und hier kommt es dann eben nicht auf die Übungsauswahl darauf an, sondern auf die progressive Belastungssteuerung. Und das ist der Übergang zum langfristigen Leistungsaufbau. Und um diese progressive Belastungssteuerung einmal hervorzuheben, habe ich hier das Beispiel von Milo von Croton mitgebracht. Das ist eine Legende über Milo, einen der angeblich legendärsten Olympioniken aller Zeiten. War, glaube ich, sechsmal Olympiasieger im Ringkampf. Und diese Geschichte besagt, dass Milo am Anfang ein recht kleiner, schmächtiger Junge war, der von seinen Freunden oder Altersgenossen gehänselt wurde und damit irgendwie super unzufrieden war und dann irgendwann den Beschluss gefasst hat, hey, ich will da jetzt was dran ändern. Zur gleichen Zeit wurde auf dem Anwesen seiner Familie ein kleines Kalb geboren. Und so hat er sich einfach das kleine Kalb geschnappt, hier wie auf dem ersten Bild, hat sich es auf die Schultern geladen und ist damit dann Runden ums Anwesen gelaufen. Jeden Tag. Mit der Zeit ist natürlich dieses Kalb irgendwann herangewachsen und hat dadurch an Gewicht zugenommen. Und dieses extra Gewicht musste Milo dann natürlich immer bei seinen Runden ums Anwesen seiner Eltern zusätzlich mit rumschleppen. Bis er aber am Ende in der Lage war, auch diesen ausgewachsenen Ochsen tatsächlich für die Runden um das Anwesen seiner Eltern auf dem Rücken zu tragen. Und die Quintessenz dieser Geschichte ist, dass die Belastung, die an Milo gestellt wird, in Form von der Last des Tieres, über die Zeit immer weiter zugenommen hat und sich dementsprechend auch die Belastbarkeit oder der Leistungsstand von Milo, also seine Athletik nennen wir es mal wieder, dementsprechend angepasst hat. Das heißt, er hat sich von Mal zu Mal mehr gefordert und konnte dadurch extrem gute Fortschritte im Training machen. Dieser Grundgedanke basiert auf dem Grundprinzip der Superkompensation in der Sportwissenschaft. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen nerdy, aber bleibt dran, es wird gleich wieder etwas einfacher. Und dieses Prinzip der Superkompensation versuche ich euch jetzt mal aufzumalen. Wir haben hier wieder auf der X-Achse die Zeit. Das können jetzt gleich Trainingseinheiten oder Trainingswochen sein. Und auf der Y-Achse haben wir die Leistungsfähigkeit. Die kann dieses Mal nach oben und nach unten gehen. Und ich habe jetzt hier so eine kleine Kurve mitgebracht. Und ganz am Anfang der Nullpunkt unseres Koordinatensystems ist praktisch unser Ausgangszustand. Und jetzt gibt es einen Trainingsreiz. Dieser Trainingsreiz, sagen wir jetzt einfach mal, ist ein 5 Sätze mit 5 Wiederholungen mit 100 Kilogramm Kniebeugen. Und diese 5x5 Kniebeugen ziehen nach sich natürlich massiven Muskelkater für die meisten Leute. Und dadurch kommt dann dieser Abfall in der Leistungsfähigkeit des Athleten, der Athletin zustande.
Einfach, wenn man heute 5x5 Kniebeugen macht, dann wird man morgen wahrscheinlich nicht 5x5 Kniebeugen mit demselben Gewicht schaffen und ist dann etwas weniger leistungsfähig. Der unterste Punkt dieser Kurve ist dann praktisch der Beginn der Regeneration des eigenen Körpers, wenn der Körper sagt von wegen, hey, ich bin jetzt mit dem Reiz einigermaßen fertig geworden und ich fange jetzt wieder an, beschädigtes Gewebe stärker wieder aufzubauen oder was auch immer da im menschlichen Körper passiert. Und das passiert so lange, der Körper ist in seinen Anpassungen an Reize recht schlau und sagt dann immer, aha, wenn ich dem Reiz nochmal begegne, dann möchte ich den besser verkraften können als vorher und baut deswegen so einen kleinen Puffer auf. Das ist dann ein neues Leistungsniveau. Das liegt dann minimal höher als der Ausgangspunkt am Anfang. Hier der Nullpunkt in unserem Koordinatensystem. Und wir sind ein kleines bisschen leistungsfähiger. Das mag bei einer Einheit vielleicht minimal und kaum merkbar sein, aber über die Zeit wird man das merken. Folgt nach diesem Erreichen des neuen Leistungsniveaus kein neuer Trainingsreiz, dann geht es natürlich wieder bergab mit der Leistungsfähigkeit. Was wäre aber, wenn wir jetzt dieses neue Leistungsniveau erreichen und genau zu dem Zeitpunkt, wo wir das neue Leistungsniveau erreichen, den nächsten Trainingsreiz setzen? Dieses Mal vielleicht ein 5x5 Kniebeugen mit 102,5 Kilogramm, also ein kleines bisschen ein größerer Trainingsreiz, weil wir ein höheres Leistungsniveau haben. Und dann gehen wir wieder diese Kurve durch oder diese Phase der Superkompensation durch. Haben wieder am Anfang eine etwas geminderte Leistungsfähigkeit, bis wir den Beginn der Regeneration treffen und erreichen dann am Ende wieder ein neues Leistungsniveau. Und an dieses neue Leistungsniveau können wir dann wieder eine Trainingseinheit dranhängen. Und dadurch erreichen wir einen langfristigen Leistungsaufbau. Das ist das einfache Prinzip der Superkompensation. Das ist jetzt wirklich der menschliche Körper auf ein ganz, ganz simples Modell reduziert natürlich. So leicht ist es dann leider doch nicht, dass man einfach immer 2,5 Kilo irgendwo draufpacken kann und nach einem Jahr dann der stärkste Mensch der Welt ist. Wenn das so wäre, wäre wirklich jeder stark. Diese Superkompensation und vor allem die Zeitspanne der Superkompensation ist für verschiedene Trainingsreize komplett unterschiedlich. Und um das zu verdeutlichen, habe ich mal hier vier Beispiele mitgebracht und will euch da anhand dessen zeigen, wie lange die Superkompensation dauert. Also anders gesagt, wie viel Pause man zwischen Trainingseinheiten machen muss, damit sie maximal effektiv werden. Ein extensiver Ausdauerreiz, das können Sachen wie Tempoläufe sein. Oder aber joggen gehen, irgendwas, was das Herz-Kreislauf-System belastet, aber relativ angenehm eigentlich noch ist in seiner Intensität. Sowas kann man in der Regel nach 24 Stunden wieder machen. Das primäre Kriterium dafür, wann man das wieder machen kann, sind die Kohlenhydratspeicher im eigenen Körper, weil das die primäre Energiequelle für diese Art von Training ist. Und die sind nach 24 Stunden, wenn man gut gegessen hat, eigentlich wieder gefüllt und dann kann man die nächste Einheit machen. Intensive Ausdauereinheiten sind da schon wieder ein bisschen was anderes, weil die deutlich muskelintensiver sind und vor allen Dingen das Nervensystem mehr belasten als die extensiven Ausdauereinheiten. Und hier sind es dann eher 48 Stunden, die man dazwischen Zeit lassen sollte, zwischen zwei Einheiten. Also wenn man beispielsweise montags um 16 Uhr die eine Einheit hat, dann sollte man die nächste vielleicht am Mittwochnachmittag erst wieder machen. Einfach weil das Nervensystem ein bisschen länger braucht als zum Beispiel die Kohlenhydratspeicher im ersten Beispiel, um sich wieder auf seine 100% oder dieses neue Leistungsniveau zu erholen. Trainingseinheiten, die sehr muskelintensiv sind, haben eine recht breite Spannweite von Erholungsdauer, nenne ich es mal. Wenn man sehr gut im Training ist, sehr viel und sehr lange schon Krafttraining betreibt, dann können das gut und gerne 24 bis 36 Stunden sein, die man beispielsweise bei Kniebeugen oder wann man wieder Kniebeugen machen kann. Für jemanden, der jetzt nicht regelmäßig trainiert hat oder gerade anfängt zu trainieren, wären das wahrscheinlich eher 72 Stunden. Wenn ich jetzt zwei Monate lang gar nichts mache und dann Kniebeugen schwer mache, dann werde ich da bestimmt 3 Tage von Muskelkater haben. Und das ist dieses Kriterium bei muskelintensiven Trainingseinheiten. Und dann Einheiten, die besonders die Sehnen belasten. Das sind so sehr explosive Einheiten mit Sprüngen und Sprints,
wo man viel reaktiv am Boden ist und einfach mit einer sehr hohen Explosivität arbeitet. Da sollte man 48 bis 72 Stunden zwischen Zeit lassen. 48 Stunden wieder für jemanden, der da schon auf einem recht hohen Niveau ist. 72 Stunden für jemanden, für den das Ganze noch recht neu ist. Das hat den einfachen Grund, dass Sehnengewebe schlechter durchblutet ist als Muskelgewebe und dadurch dann einfach die Regeneration etwas langsamer verläuft. Wie kann dieser langfristige oder wie kann ich diesen langfristigen Leistungsaufbau, diese Erhöhung des ursprünglichen Trainingsreizes denn jetzt aber realisieren? Wir werden das jetzt einmal kurz für Krafttraining, für Ausdauertraining und für Sprungkrafttraining, weil da speziell nochmal die Frage nach war, einmal durchgehen. Erstmal zum Krafttraining. Was ist das Ziel von Krafttraining? Durch Krafttraining mit externen Lasten wollen wir die Kraftproduktion der Muskulatur steigern. Also wir wollen in der Lage sein, mehr Kraft in den Boden aufzubringen, um uns selber, unseren Körper besser und schneller zu beschleunigen können im Raum. Und außerdem wollen wir das Muskel-Skelettsystem belastbarer machen. Das ist dieser Hintergrund mit der Verletzungsprophylaxe, dass wir einfach an höhere Belastungen gewohnt sind und dann es nicht zu einer erhöhten Verletzungswahrscheinlichkeit kommt. Diese Ziele lassen sich auf ganz verschiedene Art und Weisen erreichen. Im Krafttraining natürlich das prominenteste Beispiel, erhöhte Lasten. Ich kann den Trainingsreiz von einer auf die andere Einheit intensivieren, indem ich einfach mehr Gewicht nehme. Wie vorhin im Beispiel 5x5 Kniebeugen am ersten Tag mit 100 Kilo und am nächsten Tag mit 102,5 Kilo. Ich kann aber auch das Volumen erhöhen und sagen, ich mache ein 5x5 mit 100 Kilogramm am ersten Tag und in der nächsten Trainingseinheit mache ich aber einen 5x6 mit 100 Kilo. Dann habe ich in jedem Satz eine Wiederholung mehr gemacht und dadurch auch wieder meinen Trainingsreiz progressiv gesteigert. Ich kann aber auch sagen, ich lasse das Volumen, also das 5x5 und die Last, die 100 Kilo gleich, bewege das Gewicht, also jede einzelne Wiederholung in den Sätzen, aber schneller. Das wäre auch wieder ein erhöhter Trainingsreiz, weil es für das Nervensystem etwas anstrengender ist und ist auch eine Form von Progression. Und die vierte Variante, die leider oft vergessen wird, ist, dass auch eine verbesserte Technik zwischen Einheit A und Einheit B definitiv Fortschritt bedeutet und eine Verbesserung ist oder eine Progression ist, die man nicht aus dem Auge verlieren sollte. Hier ein paar Beispiele, die in meinen Augen im Krafttraining zumindest enthalten sein sollten, ist irgendeine Form von Kniebeuge, irgendeine Form von Kreuzheben. Und einbeiniges Training. Wie gesagt, die Übungsauswahl per se ist jetzt nicht so wichtig, aber irgendwelche Übungen aus diesen Kategorien sollten schon dabei sein. Dann zum Ausdauertraining. Hier ist das Ganze wieder recht simpel. Ich kann entweder die Intensität erhöhen, also ich mache genau dasselbe Workout, aber ich laufe einfach schneller. Beispielsweise vorher laufe ich 15 Sekunden im 100-Meter-Sprint und in der nächsten Einheit laufe ich 14,5. Dann ist das eine Form von Fortschritt. Ich kann aber genau wie im Krafttraining das Volumen erhöhen. Das ist hier im Ausdauertraining dann eher die gesamte Distanz. Kann die pro Lauf oder im gesamten Training erhöhen. Beispielsweise, wenn ich drei Sätze mit drei Läufen 100 Meter laufe, dann komme ich auf 900 Meter in einem Training, kann dann entweder sagen, ich laufe vier Sätze dreimal 100 Meter und komme auf 1200 Meter. Oder aber ich sage, ich laufe drei Sätze mit drei Wiederholungen mit 110 Metern und dann komme ich auf 990 Meter am Ende im Gesamttraining. Ganz wichtig hier im Ausdauer- oder Lauftraining ist, dass auch ein veränderter Untergrund definitiv Progression oder Regression bedeuten kann, beziehungsweise einfach eine Veränderung beim Training hervorrufen kann. Wenn ich nämlich meine Tempoläufe oder meine Sprints vorher auf Rasen gelaufen bin, einem recht federnden Untergrund, der recht angenehm auch für die Füße und für die Wade ist, laufe und ich switche dann beispielsweise, wie es jetzt aktuell der Fall ist, durch äußere Umweltbedingungen, nennen wir es mal, dazu meine Läufe auf Beton zu absolvieren, der einfach viel härter ist, viel weniger federt und dadurch auch mehr Belastung für meinen Fuß-Waden-Komplex darstellt, dann ist das Training auf einmal um ein Vielfaches intensiver geworden. Das heißt, wenn ich beispielsweise vorher auf dem Rasen
viermal, sechsmal 100 Meter laufe, dann ist ein viermal, sechsmal 100 Meter auf Beton deutlich, deutlich intensiver als vorher auf dem Rasen. Man sollte dann vielleicht das Volumen um ein paar Sätze oder Wiederholungen reduzieren und vielleicht erstmal mit einem 3x, 5x 100 Meter auf Beton einsteigen, um sich an diesen neuen Untergrund zu gewöhnen. Und auch hier wieder eine verbesserte Lauftechnik ist auch eine Form des Fortschritts der Progression. Sprungkrafttraining ist auch wieder recht ähnlich zu den ersten beiden Beispielen. Hier kann ich die Intensität erhöhen, also entweder die Sprunghöhe oder die Fallhöhe. Zur Fallhöhe komme ich gleich nochmal ganz kurz. Kann auch wieder das Volumen, also Sätze, Wiederholungen erhöhen. Auch wieder den Untergrund, ob ich es auf Kunstrasen, auf einer Weichbodenmatte, auf so eine Yogamatte oder eben auf Beton mache. Kann auch wieder Fortschritt durch verbesserte Technik erreichen. Und was hier nochmal ein Unterschied ist zu den ersten beiden Beispielen, ich kann die Bodenkontaktzeiten variieren. Generell ist es, wenn ich dieselbe Sprunghöhe habe, zum Beispiel ich springe 30 cm hoch und erreiche das aber einmal mit einer Bodenkontaktzeit, also die Zeit, in der mein Fuß tatsächlich Berührung mit dem Boden hat, erreiche diese 30 cm einmal in 200 Millisekunden und einmal in 500 Millisekunden, dann wird der Sprung mit der kurzen Bodenkontaktzeit deutlich intensiver sein, weil mein ganzes Muskel-Skelettsystem und Nervensystem dieselbe Kraft in einer viel geringeren Zeit aufbringen muss und auch die mechanischen Kräfte, die da auf meinen Körper wirken, auf Sehnen wirken, durch die verringerte Zeit intensiver sind. In den Fragen, die ihr vorher mir zuschicken konntet, war einmal die spezielle Frage nach so einer Jahresprogression für Sprungkraft, beziehungsweise habe ich das da aus der Frage gemacht und habe dafür einmal hier so eine Jahresprogression skizziert, wie das aussehen kann. Am Anfang starte ich in der Regel mit meinen Athleten mit isolierten Landungen. Das heißt, dass die erstmal das Bewegungsmuster der richtigen Landung lernen. Das kann dann am Anfang wirklich ganz grundlegend sein, dass man einmal auf die Zehenspitze geht und sich in diese athletische Viertelkniebeuge reinzieht, also nicht reinfallen lässt, sondern wirklich aktiv reinzieht, wie man es hier sehen kann. Danach kann man genau dasselbe machen, aber die Höhe, aus der man in diese Viertelkniebeuge in die Landung fällt, etwas erhöhen, indem man von einer erhöhten Position runterspringt. Wie gerade gesagt, macht das die Übung deutlich intensiver. Und ich kann aber auch Landungen in verschiedenen Positionen trainieren, also zum Beispiel hier mit einem Counter-Movement-Jump in so einen Ausfallschritt, was dann einfach koordinativ ganz andere Ansprüche hat, aber auch an das beispielsweise ein Übergang sein kann zu einbeinigen Landungen. Nach diesen isolierten Landungen, einbeinig, zweitbeinig oder in so Ausfallschritten, kommen dann volle, in Anführungszeichen, Sprünge und Kombinationen. Das kann dann sowas sein wie hier ein Drop-Jump zu einem Box-Jump. Das können Drop-Jumps ohne eine Box sein oder das können auch Sprünge in verschiedenen Bewegungsebenen sein, wie hier zum Beispiel so ein lateraler Rebound-Jump. Und ganz am Ende kommen dann volle Sprünge und Kombinationen, die mehrere Sprünge direkt aneinander rein, also Absprung, Landung mehrmals hintereinander rein, wie hier zum Beispiel so ein Single Leg Triple Jump, also einbeiniger Dreisprung. Der ist deutlich intensiver, dadurch einfach, dass man koordinativ sehr viel begabter oder trainierter sein muss als in den vorherigen Übungen, wo wirklich immer ein Bewegungsmuster einzeln abgefragt wird und dann kurz Pause ist. Und die mechanischen Kräfte, die bei dem einbeinigen Dreisprung wirken, sind auch einfach deutlich höher, vor allen Dingen für die Sehnen, die in solchen Sprüngen Energie speichern und dann schnell wieder in der Beschleunigungsphase nutzbar machen müssen. Aber hier bei so einer Progression muss man immer aufpassen. Ich habe hier wieder einen kleinen Graphen mitgebracht. Auf der X-Achse wieder die Zeit. Das können Trainingseinheiten oder Wochen sein. Und auf der Y-Achse irgendwie Training in irgendeiner Form quantifiziert. Akute Belastungsanstiege, wenn man jetzt beispielsweise sagt, hier in der Folie, die eine Woche bin ich vielleicht oben links und mache hier die Tall-to-Short-Landings. Und nächste Woche, weil ich so ehrgeizig bin, will ich direkt mit den
mit den einbeinigen Dreisprüngen anfangen. Solche akuten Belastungsanstiege, wie man sie hier beispielsweise sieht, zum Beispiel jetzt hier in der Trainingsintensität, sind die häufigste Ursache für Überlastungsverletzungen. Das kann sein, dass man eine Woche sagt, ich bin jetzt einfach ehrgeizig und mache 2 Einheiten mehr. Kann aber auch sein, dass man zum Beispiel mal eine Woche krank war und dann wieder mit demselben Pensum einsteigen will wie vorher. Sobald man solche Spikes in seinem Training drin hat, bewirbt man sich direkt für eine Überlastungsverletzung. Meistens so 2 bis 3 Wochen nach diesem tatsächlichen akuten Belastungsanstieg. Und jetzt haben wir hier wieder unseren Athleten Dave und der sagt jetzt, ja, ist ja alles schön und gut, Torben, aber was soll ich denn nun wann trainieren? Ich habe euch bis jetzt ja irgendwie nur so Grundprinzipien gegeben, wie man so die Rahmenbedingungen schafft, aber noch nicht gesagt, was man wann trainieren soll. Und da kommen wir jetzt schon zur vierten Priorität, nämlich den Trainingsphasen. Wie teile ich mein Jahr in verschiedene Phasen ein und was soll ich in jeder Phase trainieren? Was sind die Ziele jeder einzelnen Phase? Ich habe hier einmal die klassischen 7 Phasen aufgezeichnet, da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Das Grundprinzip ist aber am Anfang eigentlich Sehnen und Bänder stärken, dann Muskulatur aufbauen, dann die Kraftproduktion dieser Muskulatur steigern, dann das Ganze in Schnellkraft umwandeln, dann in der Saison performen und am Ende der Übergang zum nächsten Jahr. Und ich habe hier einmal fürs U24 Mixteam jetzt zum Beispiel für unseren Athleten Dave so eine Jahresplanung aufgestellt und genau, hier haben wir im oberen Teil, hier beim Kalender, einmal die Wochen für 2020 und 2021. Das ist immer der jeweilige Montag der Woche, wann die Woche startet. Hier drunter haben wir den Wettkampf. Hier namentlich einfach nur die Weltmeisterschaft. Die ist, glaube ich, vom 3. bis zum 10. Juli 2021 geplant. Und dann haben wir hier unten das, was interessant wird, die Einteilung des Jahres in Trainingsphasen. Und das wird von hier Vorbereitungs- und Wettkampfphase nach unten hin immer etwas detaillierter, bis wir hier tatsächlich dann beim Mikrozyklus sind. Also ein Mikrozyklus ist dann immer eine Woche, die geplant wird. Aber wir gehen das einfach mal phasenweise durch. Am Anfang teilt man das Jahr prinzipiell, wie es euch wahrscheinlich schon bekannt ist, in eine Vorbereitungsphase und in eine Wettkampfphase ein, also Off-Season und In-Season. Ich habe jetzt mal hier einfach willkürlich die Grenze irgendwann nach der 3. Märzwoche gesetzt, weil es dann meistens das Wetter wieder ganz gut ist und man schon wieder die ersten Trainingslager draußen hat und dann vielleicht hier im 2., 3. Aprilwoche schon das erste Vorbereitungsturnier spielt. Und ab hier ist dann praktisch alles Wettkampfphase bis hin zur WM. Blau hier hinten, also einmal nach der WM und die eine Woche vorher, ist immer so eine Transition. Phase, das ist hier dann praktisch ein Saisonausklang und hier ist das Peaking, wo wir später auch nochmal drauf eingehen. Und diese Vorbereitungsphase lässt sich dann wieder in kleinere Phasen einteilen, einmal in die allgemeine Vorbereitung und in die spezielle Vorbereitung. Die allgemeine Vorbereitung ist dann wirklich, wie der Name es schon sagt, recht allgemein, noch nicht sportartspezifisch. Die kann dann für einen Hockeyspieler beispielsweise ähnlich aussehen wie für einen Ultimate-Spieler. In der spezifischen Phase ist dann die Übungsauswahl einfach so konzipiert, dass die Übungen tatsächlich dann Bewegungsmuster aus der Sportart nachahmen und man sich so optimal darauf vorbereiten kann. Dann hier noch eine kleine Besonderheit, wo ich später nicht mehr drauf eingehen werde, ist so ein roter Pre-Competition-Block. Das ist praktisch die Phase, wo man dann am allerintensivsten trainiert. Und seine Leistung maximieren will, bevor es dann wirklich in die Wettkampfsaison geht. In der Wettkampfsaison macht man nämlich in der Regel keine großen Fortschritte mehr, sondern seine Athletik einfach nur noch beizubehalten und seine sportartspezifischen Fähigkeiten, also seine Taktik, sein Taktikverständnis, seine Würfe, seine Richtungswechsel und sowas alles zu verbessern. Und hier unten dann beim Makrozyklus seht ihr dann die einzelnen Phasen, die wir uns jetzt genauer anschauen. Ein Trainingsjahr oder eine Trainingssaison, Trainingsplanung startet in der Regel mit einer Phase, die sich anatomische Adaptation nennt. Ich mache mal eben den Laserpointer wieder aus. In dieser Phase klingt sehr kompliziert. Anatomische Adaptation ist eigentlich recht simpel. In der Phase kümmert man sich um das Bindegewebe des menschlichen Körpers, also Sehnen, Bänder und Faszien, da diese einfach eine langsamere Anpassung an Trainingsreize haben als Muskulatur. Die stellen sozusagen das schwächste Glied in der Kette dar. Ein klassisches Beispiel, was ich hier immer gerne bringe, ist,
einen Bodybuilder, der anabole Steroide zu sich nimmt. Diese anabolen Steroide bewirken extremen Muskelwachstum, wirken sich aber nicht signifikant auf Sehnenbänder aus. Und dann kommt es oft vor, dass so ein Bodybuilder einen Bizeps hat mit einem Umfang von 40, 50 Zentimetern, aber die Sehnen, diese Kräfte des Bizeps oder der Bizepsmuskulatur gar nicht abkann, und dann mal so ein Muskel einfach mit der Sehne vom Knochen abreißt. Oft gesehen im Bizeps und in der Brustmuskulatur bei Bodybuildern, einfach weil die Sehne länger braucht in der Regel, um sich an Trainingsreize Reize anzupassen und man durch die Steroide dieses Defizit zwischen Sehnen und Muskulatur nochmal verstärkt. Hier unten mit dem weißen Pfeil habe ich dann immer kurz aufgezeigt, wie wir diese Trainingsziele oben denn erreichen. In der ersten Phase ist das Tempotraining, also wem das jetzt noch nichts sagt, eine Bewegung lässt sich in der Regel in eine exzentrische, isometrische und konzentrische Phase einteilen. Am Beispiel der Kniebeuge beispielsweise ist der Teil, wo ich mein Körpergewicht oder die externe Last nach unten ablasse, der exzentrische Teil. Dann immer, wenn ich eine Position halte, beispielsweise unten oder mittendrin, ist das eine isometrische Phase, also wo keine Muskelverlängerung oder Verkürzung stattfindet. Und die Konzentrik oder konzentrische Phase ist dann am Ende das Aufstehen, wo tatsächlich der Muskel kontrahiert und sich verkürzt, um Kraft aufzubringen. Und Tempotraining ist dann einfach Training mit beispielsweise einer viersekündigen Exzentrik, also viersekündiges Ablassen von Gewichten oder auch mal Halten von beispielsweise Wandsitzen für 30 Sekunden. Isotonisch wäre dann zum Beispiel beim Wadenheben setzt man das klassisch ein, dass man 3 Sekunden runtergeht und dann auch wieder 3 Sekunden hoch, also dass Exzentrik und Konzentrik im selben Bewegungstempo stattfinden. Das macht man, weil Sehnen und Bänder sehr positiv auf mechanische Spannung reagieren und mit dieser langen Zeit erreicht man einfach in Summe am Ende eine ganz gute Belastungszeit mit hoher mechanischer Last für die Sehnen, an die sich gut anpassen können. Man benutzt hier im Allgemeinen recht vielseitiges Krafttraining, also es können Maschinen sein und auch ganz viele verschiedene Übungen aus den Bereichen Squat, also Kniebeuge, Hinge, das ist ein Kreuzhebemuster, irgendwas Push-Pull für den Oberkörper, Rumpfübungen und Carry-Sachen, also Gegenstände hin und her tragen sozusagen. Also recht vielseitiges Training hier in der Phase noch. Zweite Phase Hypertrophie. Hypertrophie bezeichnet Muskelaufbau. Besonders in sportartspezifischen Muskelgruppen. Für Frisbee wäre das zum Beispiel im Rumpf und im Unterkörper. Diese Phase ist einigermaßen optional. Das kommt halt individuell auf den Athleten oder die Athletin drauf an, ob man bei demjenigen sagen würde, hey, Gesamtmasse an Muskeln ist bei dir ein Defizit, was wir ausgleichen müssen, oder aber du hast schon genug Muskeln und vielleicht extra Körpergewicht würde dich sogar eher noch langsamer machen. Dann wird man so eine Hypertrophiephase vielleicht ganz überspringen, vielleicht aber auch einfach nur recht kurz gestalten. Diesen Aufbau von Muskulatur erhalten wir durch relativ klassisches Bodybuilding-Training, sehr hochvolumiges Krafttraining mit viel Variation. Also hochvolumig heißt einfach viele Sätze, viele Wiederholungen mit moderaten Gewichten und vielleicht Isolationsübungen für unterentwickelte Muskelgruppen. Wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich war vielleicht verletzt und meine rechte Wade ist einfach kleiner als meine linke Wade, dann wird man da Isolationsübungen einsetzen, um dieses Defizit zwischen verschiedenen Muskelgruppen auszugleichen. Nachdem man Muskulatur aufgebaut hat und das Bindegewebe gestärkt hat, kommt dann die Phase der Maximalkraft. Hier geht es, wie der Name sagt, nicht darum, wirklich maximale Kräfte zu erreichen, sondern einfach nur die Kraftproduktion der neu gewonnenen Muskelmasse zu steigern. Besonders in sportartspezifischen Bewegungen. Wichtig ist, sorry, wir sprechen hier jetzt nicht mehr wie vorher von sportartspezifischen Muskelgruppen, sondern wirklich von sportartspezifischen Bewegungen. Die dann auf dem Platz tatsächlich am Ende auch passieren. Diese Steigerung der Kraftproduktion erreichen wir durch Fokus auf mehrgelenkige Grundübungen, Kniebeugen, Kreuzheben, Überkopfdrücken, Bankdrücken, all solche Geschichten mit relativ hohen Intensitäten, also hohen externen Lasten, bei relativ niedrigem Volumen. Also das können dann zum Beispiel bei Kniebeugen in einer normalen Trainingseinheit in dieser Phase irgendwie einen 5x3 sein, also 5 Sätze à 3 Wiederholungen mit zum Beispiel 90% oder 85% seines Maximalgewichts, seines One Repetition Maximum, also das Gewicht, was man für genau eine Wiederholung bewegen kann in der Übung.
Und ganz wichtig hier sind längere Pausen. Längere Pausen können, je nachdem, wie viel externes Gewicht man dann tatsächlich benutzt, zwischen 3 und 5 Minuten bedeuten. Das hat folgenden Hintergrund, dass die Kraftproduktion oder die Maximalkraftproduktion sehr, sehr stark vom Nervensystem abhängig ist und nicht vom Herz-Kreislauf-System. Und dieses Nervensystem, um seine maximale Leistung, die 100% bringen zu können, braucht das in der Regel 3 bis 5 Minuten, bis es wieder startbereit ist. Und weil wir hier wirklich maximale Qualität in jeder einzelnen Wiederholung und in jedem einzelnen Satz haben wollen und eben maximale Intensität in jedem Satz haben wollen, ist es hier wichtig, sich die 3 bis 5 Minuten Pause zwischen den einzelnen Sätzen zu nehmen. Nachdem man also Bindegewebe gestärkt hat, Muskeln aufgebaut hat und die Kraftproduktion der Muskulatur gesteigert hat, gilt es, das irgendwie in Schnellkraft umzusetzen, also Entwicklung von Power. Power ist dabei die Fähigkeit, hohe Kräfte in kürzester Zeit zu produzieren. Und diese Phase stellt eben den Übertrag von der Maximalkraft zur Schnellkraft auf den Platz tatsächlich dar. Hier ist der Fokus, liegt der Fokus auf sportartspezifischen Übungen, also Bewegungen, die wirklich die Bewegung auf dem Feld sehr, sehr ähnlich nachahmen, also sehr hohe Sportartspezifik. Und hier zielt man auf hohe Bewegungsgeschwindigkeiten bei moderaten Gewichten ab. Also beispielsweise können das Squat-Jumps mit der Langhantel auf dem Rücken sein, dass man wirklich mit der Langhantel dann vom Boden kurz abhebt. Das sind klassischerweise verschiedene Übungsvariationen von den olympischen Gewichthebübungen, Reißen, Umsetzen und Stoßen. Hier kommt auch oft der Medizinball zum Einsatz, was so ein relativ leichtes Gewicht dann noch darstellt. Und auch hier wieder ganz wichtig, die längeren Pausen. Power, genau wie Maximalkraft, ist sehr vom Nervensystem abhängig und braucht deswegen zwischen den einzelnen Sätzen 3 bis 5 Minuten Pause, um maximale Qualität dann auch in den einzelnen Arbeitssätzen zu generieren. Und mit dem Abschließen der Trainingsphase Entwicklung von Power hat man praktisch die Offseason schon abgeschlossen und macht dann den Übergang zur In-Season, wo es wirklich darauf ankommt, maximal in seiner Sportart zu performen, also im Training Leistung zu bringen und auf Wettkämpfen Leistung zu bringen. Kraft- und Ausdauertraining oder zusätzliches Kraft- und Ausdauertraining rückt dabei ein bisschen in den Hintergrund und man sucht sozusagen die minimale effektive Dosis, um seine Maximalkraft und seine Power zu erhalten, vielleicht sogar noch ein bisschen was draufzupacken. Aber die Einheiten werden deutlich kürzer, um Erschöpfung zu minimieren, also Muskelkater durchs Krafttraining zu minimieren. Es werden wieder relativ hohe Intensitäten benutzt, ähnlich wie beim Maximalkrafttraining mit sehr geringem Volumen, also noch weniger als zuvor im Maximalkraft- und im Powertraining. Und klassischerweise fängt man mit einer Form von Maximalkraft an. Das kann dann zum Beispiel ein 3x3 in Kniebeugen sein. Geht dann über zu irgendeiner Powerübung, auch wieder 3 Sätze vielleicht mit 1 bis 3 Wiederholungen, macht dann viel Rumpftraining, einfach um Stabilität für das ganze System zu erzeugen. Und dann kann man am Ende sich mit so kleineren Isolationsübungen, die man vielleicht aus der Physiotherapie kennt, sich um einzelne Schwachstellen kümmern, also Prehab, Rehab. Rehab, wenn man tatsächlich schon irgendeine Form von Verletzung hat, oder aber Prehab, dass man klassische Überlastungsverletzungen in der Sportart aktiv entgegensteuert. Wenn man sich jetzt seinem Saisonhöhepunkt nähert, beispielsweise der WM, kommt man zu einer Phase, die sich Peaking nennt, und dabei geht es um die Maximierung der Leistungsfähigkeit zum Saisonhöhepunkt. Dass man wirklich an einem Termin, einer Woche, einem Wochenende, wie auch immer, seine maximale Leistung erbringt. In der Zeit des Peakings, also unmittelbar vor dem Wettkampf, 1 bis 2 Wochen, nutzt man minimales Trainingsvolumen, also reduziert wirklich alles außer das sportartspezifische Training, also das Training in der eigentlichen Sportart, auf ein Minimum und setzt maximal auf Erholungsstrategien. Also es können Sachen sein wie Sauna, Massagen und so weiter. Und hier steht die mentale Vorbereitung extrem im Vordergrund, wo wir nachher nochmal drauf eingehen. Und dann am Ende der Saison kommt eine Übergangsphase zur nächsten Jahresplanung. Hier geht es darum, sich von der letzten Saison zu erholen, sowohl körperlich als auch mental, sich eine Auszeit zu gönnen.
Und sich dann aber auch langsam irgendwann zu fragen, hey, was war denn in diesem Jahr gut, was war schlecht, was müssen wir im Hinblick auf das nächste Jahr, die nächsten Jahre vielleicht verändern. Hier auch wieder minimales Trainingsvolumen und Cross-Training. Cross-Training nicht zu verwechseln mit CrossFit. Cross-Training besagt einfach, wenn ich ein ganzes Jahr lang Ultimate gespielt habe, dann gehe ich jetzt vielleicht mal Tennis spielen, mal wandern, mal Radfahren, alles machen, was nicht Ultimate ist. Und ihr habt nochmal die Frage gestellt, wie ist denn das Verhältnis von Krafttraining zu Ausdauertraining über die Saison hinweg? Und hier haben wir wieder den gleichen Aufbau wie vorhin schon, haben aber unten in dem Periodisierungsteil dieses Mal die letzten drei Zeilen unten Krafttraining, Ausdauertraining und Ultimate. Und die Zahlen, die ihr gleich seht, habe ich einfach mal festgelegt als Einheiten pro Woche. In der allgemeinen Vorbereitung, das ist Dezember, Januar oder wenn man ein bisschen früher anfängt, vielleicht Oktober, November, Dezember, steht Krafttraining im Vordergrund. Das können dann vielleicht bis zu drei Trainingseinheiten die Woche sein und vielleicht eine Ausdauertrainingseinheit. Ultimate rückt stark in den Hintergrund, je nachdem, ob man überhaupt über den Winter hinweg trainieren kann. Sind das 0 bis vielleicht eine oder wenn man wirklich sehr viel Glück hat und irgendwie Kunstrasen hat, sind es vielleicht auch zwei Einheiten, aber da liegt absolut nicht der Fokus drauf. In der speziellen Vorbereitung wird dann das Krafttraining schon ein bisschen reduziert, einfach dadurch, dass Ausdauertraining und Ultimate-Training sich leicht erhöhen oder vielleicht auch stärker erhöhen. Und man ja ein gewisses Wochenpensum oder Wochenmaximum hat, wie oft man trainieren kann. In der Pre-Competition-Phase setzt sich diese Entwicklung dann fort. Krafttraining sind vielleicht nur noch zweimal die Woche. Ausdauertraining gerade auf zweimal mit seinem Maximum und Ultimate wird auch wieder mehr erhöht auf zweimal die Woche. Und dann in der Wettkampfphase. Krafttraining hatte ich gerade eben schon gesagt, wird auf ein Minimum reduziert, auf die minimale effektive Dosis. Das können dann ein bis zwei Einheiten a 45 Minuten sein, wirklich, wirklich kurze Einheiten. Zusätzliches Ausdauertraining, ein bis zwei Einheiten. Ich würde eher zu einer Einheit tendieren, einfach dadurch, dass man schon so extrem viel Ultimate spielt, nämlich zwei bis dreimal die Woche, plus vielleicht Turniere am Wochenende oder ähnliches. Da ist eigentlich kein zusätzliches Ausdauertraining mehr nötig. Und dann die letzten 2 Wochen vor der WM sind hier unsere Peaking-Phase. Krafttraining 0 bis 2 mal, 2 mal vielleicht 30-minütige Einheiten. Ausdauertraining 0 bis 1 und Ultimate 2 bis 3 Einheiten, obwohl hier die Dauer der einzelnen Einheiten deutlich reduziert werden sollte. Wenn man beispielsweise normalerweise dreimal die Woche 2 Stunden Training hat, dann kann man ruhig hier noch dreimal die Woche ins Training gehen und seine Würfe üben und sowas, aber die Einheiten sollten einfach deutlich kürzer ausfallen, vielleicht 45 Minuten bis eine Stunde, damit man keine zusätzliche Erschöpfung mehr ansammelt, sondern sich der Körper von den gesamten Trainingsreizen der letzten Monate einmal komplett erholen kann und man auf der WM wirklich maximal frisch ist. Die Zusammenfassung der 4 Prioritäten für einen Trainingsplan. Der beste Plan ist der, an den du dich halten kannst. Finde einen Plan, wo die Rahmenbedingungen so sind, dass du den wirklich kontinuierlich über Monate hinweg durchführen kannst. Vermeide währenddessen oder minimiere währenddessen die Verletzungsgefahr. Das hat wirklich schlimme Auswirkungen oder kann schlimme Auswirkungen auf dein Team haben. Baue eine progressive Belastungssteuerung in das Training mit ein, um langfristigen Leistungsaufbau zu generieren. Und wenn du das alles, die ersten drei Punkte mit dem Haken versehen kannst und abchecken kannst, dann kannst du dir Gedanken machen, das Jahr in verschiedene Trainingsphasen einzuteilen und dann dir genau zu überlegen, ob du jetzt gerade Maximalkraft machst, Hypertrophie machst oder was auch immer. Das wäre so mein Vorgehen, wenn ich jemandem Trainingspläne empfehlen würde oder beibringen wollen würde, wie man sich selber einschreibt. Und Valeska hatte mich nochmal gebeten, speziell auf diese Phase vor der WM einzugehen, diese Peaking-Phase sozusagen. Und ich nehme da immer ganz gerne das Beispiel vom Zahnarztbesuch. Brushing teeth on normal days, ganz normal. Und dann brushing teeth before dentist appointment. Steht man eine Stunde im Bad und will sich oder putzt sich da eine Stunde lang die Zähne.
Das Beispiel ist, finde ich, recht passend auch für eine Ultimate-Vorbereitung oder für eine Vorbereitung auf ein großes Event, weil man dann in den Wochen davor schon oft das Gefühl bekommt, man hätte nicht genug getan und man wäre nicht fit genug und man will jetzt nochmal eine Schippe drauflegen, so die 3 Wochen vorher, um praktisch die vorherigen Monate ausgleichen zu wollen. Keine gute Idee. Wir haben vorhin gehört, diese akuten Belastungsanstiege sind die häufigste Ursache für Überlastungsverletzungen. Und genau das ist der Fall, wenn man, sag ich mal, 3 Wochen vorher nochmal einen Gang hochschalten möchte, weil es jetzt wirklich aufs Ganze geht. In den letzten 3 Wochen vor der Weltmeisterschaft werdet ihr keine nennenswerten Zuwächse mehr in der Athletik erreichen, ohne ein extrem hohes Verletzungsrisiko einzugehen. Das heißt, dieses hohe athletische Niveau erarbeitet ihr euch über den Winter, über die ersten Monate der Wettkampfsaison vielleicht. Aber sobald wirklich die wichtigen Wettkämpfe anfangen, die großen Vorbereitungsturniere, dann geht es nur noch darum, seine Athletik zu erhalten und das, was man sich bis dahin erarbeitet hat, auf dem Feld umzusetzen. Wenn man da wirklich dann noch ordentlich draufpacken will, geht meistens nach hinten los. Ein weiterer Punkt, den man in den Wochen vor der WM unbedingt ins Auge fassen sollte, ist eine Schlafroutine. Auf einer Weltmeisterschaft schläft man meistens im Hotelzimmer mit mehreren Leuten zusammen, also in einem Umfeld, was man nicht gewohnt ist mit Leuten oder ich nenne es mal Störfaktoren im Zimmer, die man nicht gewohnt ist. Und auf einer WM ist wirklich der Schlaf das Allerwichtigste, dass man sich von Tag zu Tag optimal erholt. Und wenn man jetzt sagt, ich kann so nicht schlafen oder ich weiß, dass ich dann irgendwie wach werde, wenn sich mein Zimmernachbar in seinem Bett wälzt, und man denkt über die Benutzung von so Schlafmasken oder auch von Oropax, von so Ohrstöpseln nach, dann sollte man diese Strategie auf jeden Fall zu Hause schon mal geübt haben und vielleicht zu Hause die Woche vorher schon mit Oropax und Schlafmaske schlafen. Einfach damit es dann auf der Weltmeisterschaft für einen wirklich gewohnt ist und man schon sehr gut damit schlafen kann. Ganz, ganz wichtig ist hier auch noch der Schlafrhythmus. Wenn man beispielsweise Student ist und hat normalerweise einen Schlafrhythmus von 2 Uhr nachts ins Bett gehen und um 10 oder sowas, 10, 11 Uhr rum aufzustehen, aber man hat auf der Weltmeisterschaft um 9 Uhr morgens das erste Spiel gegen USA, dann wird das so nicht funktionieren. Das heißt, auf einer Weltmeisterschaft steht man eigentlich immer so zwischen 6:30 und 8 Uhr auf. Und diesen Schlafrhythmus sollte man dann auch in den Wochen vorher schon eintrainieren, dass man gut zu den Uhrzeiten zwischen 6:30 und 8 aufstehen und abends irgendwie um 11 ins Bett gehen kann, ohne dann stundenlang wach zu liegen oder morgens komplett gerädert zu sein. Turnierernährung ist ein weiteres Thema, worüber man sich Gedanken machen muss und was man eintrainieren muss vorher. Was sind Snacks, die ich zwischen den Spielen gut essen kann? Was sind Snacks, die ich in der Halbzeit essen kann? Was sind Snacks, die ich zwischen den Punkten essen kann? Und das ist auch wieder ein Thema, was komplett individuell ist. Manche Leute vertragen irgendwie Bananen sehr gut, manche was ganz anderes. Und das geht viel über Trial and Error. Das heißt, man muss es wirklich mal ausprobieren. Hey, tut mir das Essen zu dem Zeitpunkt, beispielsweise in der Halbzeit, gut oder geht es mir danach irgendwie schlecht, weil ich einen flauen Magen habe oder mir das einfach schwer im Magen liegt? Hier gibt es unzählige Möglichkeiten. Für mich zum Beispiel, mein Favorit sind so Gummibärchen während des Spiels essen, einfach weil das ein sehr einfacher Zucker ist, der schnell verfügbar ist und schnell Energie liefert. Bananen sind natürlich ein Favorite. Man kann so English Muffins nehmen. Als Kohlenhydratquelle, Müsli-Riegel, Nussmix, aber auch solche Sachen wie Sportgetränke mit hohem Zuckergehalt können als schnelle Energielieferanten ganz sinnvoll sein. Und da muss man einfach selber ausprobieren, womit man gut zurechtkommt, was vielleicht auch logistisch irgendwie gut umzusetzen ist, was man gut lagern kann in einer Sporttasche neben dem Spielfeld. Und das geht, diese Erfahrung, dieses Trial and Error funktioniert halt nicht, wenn man das erst auf der WM in Angriff nimmt und dann auf einmal merkt, so, oh, nee, wenn ich eine Banane im Spiel esse, dann kriege ich einen flauen Magen und das passiert dann halt eben im entscheidenden Poolspiel oder sowas. Sondern das muss man wirklich über die Saison hinweg eintrainieren. Und dann die letzte Sache, die man super machen kann in den Wochen vorher, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, das ist das Mentaltraining.
Anton hatte in den Vorträgen, die wir Anfang des Jahres mit dem U24-Herren-Team gehalten hatten, hat das als Brain Gym bezeichnet. Das fand ich ganz cool. Darum habe ich hier das gewichtestemmende Gehirn mal genommen. Und genau wie der Körper für die Weltmeisterschaft in seiner absoluten Top-Form sein muss, muss es auch das Gehirn, um das Ganze dann tatsächlich umzusetzen und mit den enormen Stressbedingungen, die man da sowohl mental, physisch als auch psychisch begegnen wird, klarzukommen, muss man das Ganze auch trainieren. Und ich habe mal hier so vier Klassiker mitgebracht, die ich an Mentaltraining für sehr sinnvoll halte, mit denen ich selber auch schon gute Erfahrungen gemacht habe. Das ist einmal die Warm-up-Routine. Ihr kennt das vielleicht aus der NBA, bei Freiwürfen oder beim Fußball, wenn Leute Elfmeter schießen. Dann haben die oft so sehr individuelle Herangehensweisen und so Rituale, die dann einmal abspielen, bevor die den Wurf oder den Schuss tatsächlich ausführen. Beispielsweise kann das beim Basketball sein, irgendwie dreimal den Ball zu dribbeln und sich dann einmal über die rechte Schulter zu fassen, bevor man dann den Freiwurf tatsächlich ausführt. Und das hat den Hintergrund, dass man das Gehirn oder dem Gehirn praktisch antrainieren möchte, Handlungen in Automatismen durchzuführen. Das heißt, dass man nicht bewusst in dem Moment drüber nachdenken muss, sondern dass der Kopf dann auf Autopilot schalten kann und danach alles sehr automatisch ablaufen kann. Und da ist es in meinen Augen wichtig, sich selber eine Warm-up-Routine zu erarbeiten. Das heißt, sobald das Warm-up anfängt, hört das aktive Denken auf und alles läuft automatisch ab und man kommt in so einen Flow-State. Eine zweite Sache, die mir persönlich sehr, sehr geholfen hat, ist, sich einen mentalen Anker zu erarbeiten. Dieser Anker kann ganz verschieden aussehen. Es kann ein Bild sein, es kann eine Kette sein. Das kann aber auch, wie es bei mir zum Beispiel war, ich habe mir vor jedem Spiel die Buchstaben WIT aufs Handgelenk geschrieben. Whatever it takes, ist mein mentaler Anker. Und diesen mentalen Anker, wir nehmen mal jetzt einfach das Beispiel von einem Bild. Beispielsweise hat man von der letzten Weltmeisterschaft irgendwie einen coolen Moment von sich selber auf Foto und hat sich den jetzt zur WM ausgedruckt. Und Ziel ist es jetzt, mit diesem Bild so viele positive Emotionen zu verbinden wie möglich. Das heißt, dass man beispielsweise das Bild auf einen Plakat klebt und ein Brainstorming außenrum macht, mit allen positiven Erfahrungen, die man mit dem Team beispielsweise verbindet. Das kann dann sowas sein wie: Meine Teammitglieder verlassen sich immer auf mich und ich kann mich auf meine Teammitglieder verlassen. Wir sind ein positives Team, was immer zusammenhält. Ich bin so fit wie noch nie und das kann mir jetzt keiner mehr nehmen. Ich hatte eine für mich optimale Vorbereitung. Ich weiß, dass meine Familie mir zuschaut. Ich weiß, dass meine Freunde mir zuschauen und mich unterstützen. All solche positiven Emotionen sind das, die man damit verbinden kann und mit dem man seinen mentalen Anker praktisch füllen kann. Und Ziel wäre es, dieses Füllen des Ankers über die gesamte Saison hinweg zu machen. Und wenn man dann auf der Weltmeisterschaft sich seinen Anker, beispielsweise wieder unser Bild, sich anschaut, dann verbindet man unterbewusst all diese positiven Emotionen mit dem mentalen Anker, ohne dass man sie sich aktiv irgendwie vorlesen oder durchgehen muss. Und das hilft einem wieder, sich aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren. Und dass man wieder, wie ich es bei der Warm-up-Routine schon gesagt habe, in so einen Automatismus, in so einen Flow-State reinkommen kann. Ganz wichtig ist auch der Positive Self-Talk. Also, es kann auch kann wirklich lautes mit sich selbst reden sein. Es gab da, glaube ich, aus dem letzten Jahr ein ganz berühmtes Video von Aaron Donald aus der NFL. Wie er beim Aufwärmen vor einem wichtigen Spiel über den Platz gelaufen ist mit Kopfhörern drin und einfach die ganze Zeit wiederholt hat: Be great, be great, be great today. Und sich so selber eingeredet hat, heute great zu sein. Und dieser Positive Self-Talk, gerade dadurch, dass man es laut ausspricht, kann der ganz oft irgendwie so negative Selbstzweifel überschatten. Ganz nach dem Motto Fake it till you make it. Wenn man sich einredet, ich liefere jetzt mein bestes Spiel ab, wieder und wieder und gar seinen Zweifeln gar keine Chance lässt, sag ich mal, die Oberhand zu gewinnen, hat man auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man dann einfach gut spielt.
Und der letzte Trick oder das letzte Tool in im Mentaltraining, was ich euch vorstellen möchte, ist Visualisierung. Visualisierung ist das mentale Durchgehen von tatsächlichen Bewegungen, Bewegungsabläufen oder Momenten. Das heißt, dass man sich beispielsweise hatte man auf dem letzten Vorbereitungsturnier einen unglaublich guten Überläufer gelaufen und von da aus eine Vorhand bis in die Endzone geworfen zum perfekten Assist, wo der Gegner keine Chance hatte, dran zu kommen. Dann kann man sich dieses Erlebnis, dieses Gefühl, diese Abfolge sehr gut selber abspeichern und dann wieder und wieder im Kopf durchgehen. Hey, wie hat sich es angefühlt in dem Moment, als ich die Scheibe gefangen habe? Wie hat sich die Wurfbewegung angefühlt? Was ging mir dabei durch den Kopf? War ich angespannt? War ich entspannt? War ich verkrampft? War ich locker? Und es ist ganz spannend, da gibt es viele Studien zu. Wenn man sich so beispielsweise den Wurf einer Vorhand visualisiert, dann werden im Gehirn die gleichen Areale aktiviert, wie wenn man die Bewegung tatsächlich durchführt. Das heißt, man trainiert das Gehirn alleine durch die Vorstellungskraft, auch wenn man die Bewegung eigentlich gar nicht ausführt. Und das ist praktisch eine weitere Möglichkeit, Wiederholungen einer Bewegung einzutrainieren. Wenn man beispielsweise 100 Vorhände an einem Tag wirft und am nächsten Tag sich das vorstellt, dann kann man das als vielleicht 10, 12, 15 Wiederholungen oder was auch immer extra werten, weil man die Bewegung im Kopf einfach und im Gehirn nochmal durchgegangen ist. Und jetzt kommen wir auch schon zum FAQ, zum Frequently Asked Questions. Das sind Fragen, die ihr mir im Vorhinein gestellt hattet. Ich habe die versucht, mal so ein bisschen zu kategorisieren, um jetzt nicht auf jede Frage einzeln einzugehen. Und eine Frage, die sehr häufig gestellt wurde, war: Wie bekomme ich denn das Training und mein Studium, meinen Beruf, meine Familie, meine Freunde unter einen Hut? Das ist natürlich eine Frage, die sehr individuell ist, die man nicht so pauschal beantworten kann, sondern die jeder für sich selber irgendwie die Antwort rausfinden muss. Zwei Tipps von mir aber. Zum einen Zielsetzung, also so ein Ist-Soll-Vergleich. Wo bin ich jetzt gerade und wo möchte ich in 3, 4 Monaten stehen? Es ist schwierig, wirklich an allen seinen Fähigkeiten gleichzeitig zu arbeiten, also beispielsweise in der Athletik jetzt gleichzeitig Sprint, Richtungswechsel, Ausdauer, Kraft, Schnellkraft, Kraftausdauer, alles gleichzeitig zu trainieren. Man muss da irgendwo Abstriche machen und sich auf ein paar Dinge mehr konzentrieren als auf andere. Und das hilft schon mal ungemein, sich wirklich im Training auf das Wichtigste zu konzentrieren. Und diese Ziele geben einem natürlich auch nochmal extra Motivation, um das Trainingsprotokoll, den Trainingsplan dann tatsächlich durchzuziehen. Und natürlich so ein Trainingsplan hilft da immens bei der Planung, aber was eigentlich in meinen Augen wichtiger ist, ist eine wöchentliche Routine. Also wenn man beispielsweise seine Trainings, man will eigentlich immer montags, mittwochs und freitags trainieren und man sitzt dann montags morgens aber zu Hause und fragt sich erstmal so, ah ja, was soll ich denn heute trainieren und gehe ich jetzt um 14 Uhr oder um 16 Uhr? Dann hat man eigentlich schon verloren, weil man anfängt aktiv darüber nachzudenken, gehe ich trainieren, wann gehe ich trainieren, was gehe ich trainieren? Und dann kommen natürlich immer so, ah ja, nee, heute ist Regen, dann gehe ich nicht. In meinen Augen müssen Trainingseinheiten oder sollten Trainingseinheiten im Kalender stehen, wie beispielsweise ein Arzttermin. Wenn man um 12 Uhr einen Arzttermin hat, dann geht man zu diesem Arzttermin hin, egal ob es draußen gerade regnet, ob man Hunger hat, ob man vielleicht gerade irgendwie ein lustiges YouTube-Video guckt oder was auf Netflix schaut, man geht halt zum Arzttermin hin. Und so sollte man auch seine Trainingseinheiten handhaben und sich feste Zeitslots in die Woche reinlegen, die speziell für Training reserviert sind. Das heißt, da kann auch dann nichts anderes oder sollte nichts anderes reingelegt werden. Aber auch, wo man dann einfach weiß, hey, dann und dann trainiere ich, dann ist das gar keine Überlegung mehr. Von wegen, ah ja, es war heute so ein oder ist so eine stressige Woche gerade. Ich weiß, montags morgens um 12, da mache ich mein Krafttraining. Eine zweite Frage war, wie oft pro Woche und wie lange sollte ich trainieren? Auf so Pausenzeiten sind wir vorhin schon kurz eingegangen, dass die je nach Trainingsphase mal länger, mal kürzer ausfallen können. Entscheidend für die Frequenz pro Woche und für die Dauer ist aber die individuelle Regenerationsfähigkeit. Wenn ich die letzten 2 Jahre lang jede Woche dreimal trainiert habe,
Dann wird das für mich relativ einfach sein, auf viermal die Woche oder sogar auf fünfmal die Woche zu erhöhen. Und mein Körper wird da recht gut mit klarkommen. Wenn ich aber jetzt noch nie Krafttraining gemacht habe und ich will direkt mit fünfmal pro Woche einsteigen, dann wird das massiv nach hinten losgehen und sich in extremen Muskelkater und totaler Erschöpfung äußern, weil der Körper mit der Regeneration von den Trainingsreizen, dieser Regeneration, wie sie vorhin in der Superkompensation gesehen haben, da kommt er einfach überhaupt nicht hinterher. Und wie lange sollte ich trainieren? Ich gebe immer eigentlich die Richtlinie, man sollte nicht länger als zwei Stunden trainieren, also inklusive Aufwärmen, einfach alles danach. Also wenn du länger als 2 Stunden trainierst, dann glaube ich nicht, dass du wirklich maximal konzentriert während der ganzen Sachen bist. Und dann würde ich lieber sagen, kürzer und dafür konzentrierter arbeiten. Und wenn ich jetzt einfach so eine Richtlinie geben müsste, dann würde ich so sagen, dreimal die Woche Einheiten a 75 bis 90 Minuten, dann ist man eigentlich schon an einem ganz guten Standpunkt angekommen. Die nächste Frage hat mir persönlich sehr gut gefallen, und zwar war die, ab wann bin ich stark genug? Weil das einfach heißt, dass jemand sich schon Gedanken macht, ob er vielleicht stark genug ist, was schon mal heißt, dass derjenige Kraftsport oder Erfahrung im Krafttraining und im Athletiktraining hat, hoffentlich. Auch wieder eine Frage, ist natürlich pauschal schwer zu beantworten, ist von Person zu Person anders. Aber es gibt im Krafttraining oder generell im Training eigentlich einen sogenannten Point of Diminishing Returns. Das ist eigentlich, glaube ich, ein Prinzip aus der Wirtschaftswissenschaft, was praktisch besagt, es gibt einen Punkt in der Zeit, dass dieser Point of Diminishing Returns, wo ich meine Zeit einfach sinnvoller in andere Dinge investieren kann. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise von Kniebeugen reden, auf das Beispiel werde ich gleich auch noch eingehen, dann kommt irgendwann der Punkt, wo eine weitere investierte Stunde in Kniebeugen vielleicht viel besser investiert ist im Ausdauertraining oder im Sprinttraining, um im Endeffekt meine Leistungsfähigkeit in meiner Sportart zu steigern. Ein Wert, den man in der Wissenschaft, in der Forschung tatsächlich recht oft hört, ist, dass man das zweifache Körpergewicht, also Bodyweight in der Kniebeuge, meistens in der Backsquat, wo man die Langhantel auf dem Rücken liegen hat, dass man sein zweifaches Körpergewicht da in der Kniebeuge bis zur Parallele bewegen kann für eine Wiederholung. Ja, muss jeder für sich selber wissen, ob das jetzt das Ziel ist, ob man da wirklich hin möchte. Was ich aber ganz interessant fand, dieses stark genug. Stärkere Athleten sind weniger verletzungsanfällig als schwächere Athleten. Ich habe dafür mal hier ein Diagramm aus einer wissenschaftlichen Studie von Malone et al. Aus dem Jahr 2018 mitgebracht. Wir sehen hier auf der Y-Achse ist die Odds Ratio, das ist die Verletzungswahrscheinlichkeit als relativ dargestellt. Also das hier, die Verletzungswahrscheinlichkeit für diese Gruppe hier, ist mit 1 gleichgesetzt, und dann das hier sind alles Vielfache von dieser Gruppe. Und hier auf der X-Achse sehen wir die Relativkraft, also das bewegte Gewicht pro Kilogramm Körpergewicht. Und zwar war das in der Übung hier, im Trapper Deadlift, mit dieser Stange, die um den Athleten oder die Athletin herumgeht. Und dann sehen wir hier als Referenz, ist halt eine Gruppe angegeben, die in der Lage ist, ihr dreifaches Körpergewicht in dieser Übung, also beispielsweise für mich irgendwie mit 80 Kilo, 240 Kilo, tatsächlich dreimal vom Boden hoch zu heben. Das ist hier mit 1 gleichgesetzt. Und dann hier zum Beispiel Athleten, die 2,5 bis 2,9-faches ihres Körpergewichts bewegen können, haben schon wieder eine leicht erhöhte Verletzungswahrscheinlichkeit von knapp unter 2. Aber das Wichtige hier, weil dreifaches Körpergewicht ist sehr utopisch, das werden die allerallerwenigsten tatsächlich erreichen. Aber hier Athleten, die nur das 1,0-fache bis 1,7-fache ihres eigenen Körpergewichts im Trapper Deadlift bewegen können, sind fast 6-mal, 6 bis 7-mal verletzungsanfälliger als die Athleten, die ihr eigenes Körpergewicht mal 3 bewegen können. Also stärkere Athleten oder generell Relativkraft und relative Maximalkraft wirkt verletzungsvorbeugend. Recht interessant, finde ich zumindest. Eine weitere Frage:
wie spezifisch sollte mein Training rund ums Ultimate denn aussehen? Das ist so ein bisschen die Frage, oder die Ursprungsfrage war, ich möchte gerne Trainingsinhalte haben, die sehr, sehr nah am Ultimate sind, beispielsweise ein 100-Meter-Sprint, was der erste Lauf beim Pull zum Beispiel sein kann, gefolgt von irgendwie Side-Shuffles, ums Marking zu imitieren. Und dann vielleicht ein Serpentine, so ein Zickzack-Lauf, um tatsächlich das Downfield-Defending zu imitieren. Und ich sehe das Ganze so ein bisschen kritisch, was diese unglaublich hohe Spezifität im Training angeht, dass man wirklich Ultimate in irgendeiner Form nachempfinden möchte mit den Trainingsreizen. Für mich ist Kraft- und Ausdauertraining immer Grundlagen- und Ergänzungstraining zum Ultimate. Also das Krafttraining schafft einfach nur die Grundlage, auf dem Feld schneller und besser zu performen und weniger verletzungsanfällig zu sein. Das heißt aber nicht, dass ich auf einmal eine Frisbee-Scheibe nehmen muss, da 5 Kilo Gewichte dran hängen muss und dann Rückhände übe oder sowas. Einfach nur, weil es maximal spezifisch wäre. Krafttraining und Ausdauertraining soll eine Grundlage dafür schaffen, dass wir Ultimate spielen können. Und verletzungsfrei spielen können. Und dann sollen die beiden Trainingsarten das ergänzen, was wir im Ultimate-Training nicht kriegen. Also Kraft beispielsweise, Bewegung mit externen Lasten, was wir im Ultimate nicht haben, und Ausdauertraining kann dann sowas sein wie Grundlagenausdauer, einfach ein höheres Pensum an Läufen, niedriger intensiv, oder aber hochintensive längere Sprints, beispielsweise 50-Meter-Sprints in der geraden Strecke, die auf dem Frisbee-Feld tatsächlich, dass man mehr als 40 Meter mal geradeaus läuft, kommt auch relativ selten vor. Das heißt, man will wirklich die Grundlage für Ultimate schaffen und dann einfach nur das ergänzen, was einem im Ultimate fehlt, aber nicht Ultimate komplett neu empfinden. Und das beste Konditionstraining, wenn man sich wirklich da Gedanken macht, ich bin einfach im Ultimate schnell außer Puste, ist Ultimate spielen. Schnapp dir 5 Freunde, 3 gegen 3 aufs große Feld, 20 Minuten Timer stellen und dann losspielen mit kurzen Pausen zwischen den Pulls oder sowas. Das wird immer das beste Ultimate-Training, das beste Ausdauertraining für Ultimate sein, irgendeine Form von Ultimate zu spielen. Da braucht man in meinen Augen irgendwie nicht verrückte Übungen aneinander hängen, einfach nur um maximal spezifisch zu arbeiten. Und so ein Klassiker ist da Metabolic Running. Ich weiß gar nicht, wo genau das herkommt. Ich glaube, es kommt ursprünglich von Stack.com, so einer amerikanischen Football-Seite, weil das da irgendwie ein Workout 2010, 2011 oder sowas mal war. Das ist so dieser Klassiker. Also, wer das nicht kennt, man sieht das hier so ein bisschen. Das sind vier Viertel mit 4 bis 6 Übungen, glaube ich, je nach Level eingeteilt. Und diese Übungen sind dann komplett verschiedene Bewegungsrichtungen, also mal seitlich, mal vorwärts, mal rückwärts, mal Sprints, Side-Shuffles, Sprünge sind da mit drin. Immer hochintensiv mit kurzen Pausen zwischen den einzelnen Übungen und zwischen den Sätzen dann ein bisschen längere. Und ich bezeichne das immer ganz, ganz gerne so als Training in der Death Zone, weil das Training ist zu intensiv irgendwie, um eine Grundlage zu bilden, eine Grundlage zu entwickeln, so Grundlagenausdauer oder sowas. Aber es ist auch zu ermüdend, um tatsächlich Speed zu entwickeln. Also man trainiert hier irgendwie dauerhaft mit so 85, 90%, aber weil das wirklich, wirklich anstrengende Trainings sind und man da währenddessen sehr stark erschöpft. Und das ist so intensiv, dass man auf jeden Fall am nächsten Tag irgendwie was davon merkt. Aber es ist nicht intensiv genug, um tatsächlich das Nervensystem so zu trainieren, dass man einen großen Zugewinn davon hat. Also ganz einfach gesagt, wenn man hier so ein Training macht und die meisten Übungen dann nur noch bei 85% Intensität durchführen kann, aber weil man so erschöpft ist, dann trainiert man damit genau das, nämlich bei 85% Leistung zu bringen. Und mein Ansatz ist da eigentlich immer die Grundlage zu verbessern und die 100% zu verbessern, um so gar nicht erst in diese 85% Death Zone irgendwie reinzukommen, sondern einfach schneller zu sein als der Gegner und auch besser durchzuhalten als der Gegner. Das war es auch schon mit dem Vortrag. War jetzt natürlich sehr viel Theorie und irgendwie gar nicht so viel Praxis praktisch an die Hände gegeben, was man denn jetzt wirklich zu Hause machen kann oder im Fitnessstudio machen kann, wenn die wieder aufmachen.
Wenn du also auf der Suche nach Übungen bist, ich habe auf meinem YouTube-Kanal über 200 kurze Übungsvideos mittlerweile abgefilmt, die ich für mich persönlich, für mein Online-Coaching als Demo-Videos nutze. Und ich habe jetzt auch gerade, wenn man, wie man es in dem GIF hier sieht, auf den Playlist-Reiter geht, habe ich diese Übung in verschiedene Übungskategorien kategorisiert. Das heißt, wenn du eine Rumpfübung zum Beispiel suchst, dann kannst du da unten auf Core Exercises gehen und siehst da, ich glaube, 26 verschiedene Übungen für deinen Core oder Plyometrics, Sprungkrafttraining oder Warm-up, wie auch immer. Und dann, wenn man spezifische Übungen sucht, dann kann man sich da ganz gut mal anfangen und sich ein paar Übungen rauspicken. Wenn du nach dem Vortrag jetzt noch große Fragen hast, wie erreichst du mich? Entweder über Instagram, coach-torbenh, das ist wahrscheinlich eigentlich der beste Kanal, über den ich erreichbar bin. Alternativ über Mail, thoernschemeyer@web.de. Wenn ich auf beiden Seiten oder über beide Kontaktmöglichkeiten mal nicht antworten sollte, einfach ein, zwei Tage später vielleicht nochmal eine kurze Erinnerung schicken. Ich bin einfach eine Person, die das gerne mal vergisst. Also bloß nicht zögern, dann nochmal nachzuhaken. Und wenn du Interesse daran hast, ich biete Online-Coaching an. Ich betreue mittlerweile über 30 Athleten, alles Frisbee-Spieler in Deutschland und in der Schweiz. Also falls du jemanden suchst, der dir diese ganze Trainingsplanung abnimmt und dir einfach einen Plan vorlegt, individuell an dich angepasst, den du dann nur noch durchführen musst, dann melde dich über die beiden Kanäle bei mir. Und dann zum Abschluss noch einmal ganz kurz die Bildquellen für das Video. Und dann bedanke ich mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen.